was machst du denn hier? Hallo Marie, also ich chill hier ein wenig auf meinem Sofa. Mir ist so total langweilig. Es sind Sommerferien, im Freibad sind schon viel zu viele Leute und das Sommerferienprogramm kann wegen Corona auch nicht stattfinden. Ich habe keine Ahnung, was ich den ganzen Tag machen soll. Die ganzen 6,5 Wochen. Und ich meine, heute ist erst der erste Ferientag und ich habe jetzt schon Langeweile. Mensch, Martin, nun versink doch nicht in Selbstmitleid. Also ich zum Beispiel gehe dieses Jahr nicht in Urlaub. Ich wäre auch voll gern in Urlaub gegangen. Und ich freue mich auch jedes Jahr immer so aufs Sommerferienprogramm. Das ist einfach immer mein Highlight im Sommer. Und jetzt kann es nicht stattfinden. Du hast recht. Sollen wir mal googeln, was wir stattdessen machen können? Gute Idee. Oh. So, also. Was man in Dettingen abends in den Sommerferien machen kann? Fragezeichen. Enter. Wasserschlacht mit Freunden. Das finde ich blöd. Ich mag kein Wasser. Wandern am Alp drauf steht dort. Ja, das finde ich jetzt blöd. Ich glaube, ich war mein ganzes Leben nicht so viel wandern, wie in den letzten 2-3 Monaten, als alles geschlossen hatte. CVJM Dettingen. Dettinger Herausforderung. Sommerferien Explorer Game. Mensch, Martin, sind wir blöd. Hä? Wieso? Die Herausforderung ist doch die Alternative zum legendären Sommerferienprogramm. Da können wir doch mitmachen. Aber Marie, ganz im Ernst, dafür sind wir beide doch viel zu alt. Nein, guck mal, hier steht, mitmachen kann jeder, der laufen kann, der motiviert ist, entlegene Orte zu entdecken und der sich ein Explorer-Buch bestellt hat und somit angemeldet ist. Oh, guck mal, und es gibt sogar was zu gewinnen. Einen leistungsunabhängigen Gutschein über 200 Euro für den Europa-Park. Wie cool ist das denn? Oh nee, da gewinnen dann bestimmt so große, schnelle Jungs. Da hätte ich jetzt echt keine Lust dazu. Nee, schau mal, also gewinnen kann zusätzlich jeder in seiner Altersgruppe. Und unter allen Gewinnern wird dann eben leistungsunabhängig in dem Abschlussgottesdienst zusätzlich der Gutschein ausgelost. Ja, das klingt fair. Dann haben alle eine Chance. Aber verstehst du dann, was wir genau machen müssen? Ja, so ganz richtig auch nicht. Aber guck mal, da steht, also, es gibt ein Heft, das kann man bestellen und da sind alle... Da steht alles drin, was man wissen muss. Und da wird alles genau erklärt. Das Wichtigste ist wohl, dass es in und um Dettingen etwa 250 super spannende und abwechslungsreiche Stationen gibt, in denen man jeweils zwischen 10 und 50 Punkte erreichen kann. Natürlich kriegt man die Maximalpunktzahl nur dann, wenn man sich auch richtig anstrengt. Das klingt ja echt super. Sollen wir das zusammen erlaufen, die ganzen Punkte? Oh, super gerne. Sollen wir gleich los? Ich habe sowieso nichts Besseres zu tun. Warte mal. Hier gibt es noch einen Hinweis zu den YouTube-Videos. Jede Woche werden YouTube-Videos hochgeladen, die das Explorer-Game unterstützen. Das können wir doch noch ansehen. Oh, scheiße. Was ist? Warum benutzt du Schimpfwörter? Also, weil es halt wirklich ist. Hä, was ist denn jetzt los? Du warst doch eben noch so begeistert. Also, ich glaube, ich bin für die Videos zuständig und hab's total vergessen. Vor lauter Langeweile habe ich einfach nicht dran gedacht. Und die Videos sollen doch mindestens genauso toll werden wie die von der Kinderkirche. Mit Musik und Familien, die Bewegungen machen und mit einer tollen Geschichte, die spannend ist. Oh, dann verstehe ich das Schimpfwort mit Sch. Und was mache ich nun? Okay, ganz ruhig. Fragen wir doch die Sophie-Band. Denen ist bestimmt so langweilig wie uns jetzt hier gerade. Die machen das bestimmt total gern.
Was denkst du? Ja, Marie, du bist ein richtiges Genie. Da rufe ich doch gleich mal an. Also, so. Dann, so. Und zwar rufe ich doch mal an. Aha, den Luca. Hey, Luca und Felix. Ja, genau, Felix. Also, ja, dann baut ihr mal auf und so. Und dann gucken wir mal, was so abgeht und so. Und dann kommen wir irgendwann mal rüber. Gut, also. Band. Ja? Hey Leute, also das heißt, ihr seid gleich in der Kirche? Ja, stimmt. Da hast du recht. Gerade soll man ja nicht so viele Menschen auf einmal treffen und in einen Raum packen. Gute Idee, dann übt ihr und spielt ihr schon mal drüben in der Kirche und ohne dass Marie und ich dabei sind und okay, ja. Wer war das? Ja, das war die Sophie-Band. Sind sie schon da? Ja, die sind schon drüben in der Stiftskirche und die werden dann mit uns jetzt quasi gleich das erste Lied singen. Das Singen, das hat echt meine Laune richtig gesteigert. Sollen wir nun, wo wir so voller Elan sind, gleich los und die ersten Punkte erlaufen? Ja, können wir machen. Oh, was war das denn? Ich glaube, es hat an der Tür geklopft. Ja, wer ist denn da? Ja, Lea, was machst du hier? Du siehst ja gar nicht gut aus. Nee, mir geht's auch nicht gut. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Mein Bruder wurde entführt und eigentlich wollte ich zu Sophia, und weil die habe ich in den Kinderkirchvideos gesehen, aber jetzt ist die im Urlaub und ich weiß absolut nicht, wo ich hingehen soll. Setz dich doch einfach erstmal zu uns hin. Ja, wir können dir vielleicht irgendwie helfen. Was ist denn passiert? Sehr gut. Mein Bruder Nathanael, er wurde entführt. Aber ich war auch schon bei der Polizei, aber die Polizei sagt, dass sie nichts machen kann. Weil er erstens alt genug ist und zweitens ist er noch keine 24 Stunden weg.
Aber wenn er doch entführt worden ist, dann zählen die ersten 24 Stunden. Mhm. Und ich spüre das einfach. Irgendwas muss passiert sein. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ja, das klingt ja gar nicht gut. Aber ich habe da eine Idee, wie wir dir vielleicht helfen können. Ich kenne da einen super Detektiv. Er heißt Detektiv Pfeife und er hat schon zahlreiche Fälle gelöst. Ich rufe ihn am besten gleich mal an, dass er zu uns kommen soll. Das wäre echt super. Danke dir. Und wir singen einfach nochmal ein Lied. Denn wenn ich traurig bin, dann hilft mir das Singen immer sehr. Das ist eine super Idee. Komm, lasst uns das machen. Danke euch. Ich bin ein Bibelentdecker, ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelentdecker, will suchen und finden. Ein Bibelentdecker auf Tour. Meine Tour führt mich heute durch Geschichte. Ich komme aus dem Staunen nicht raus. Ich lese in Briefen und Gedichten. Ich bin ein Bibelentdecker, ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelentdecker, will suchen und finden. Ein Bibelentdecker auf Tour. Meine Tour führt mich heute zu Personen, die haben was mit Gott erlebt. Ich lese von Fischern und Spionen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin ein Bibelentdecker, ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelentdecker, will suchen und finden. Ein Bibelentdecker auf Tour. Meine Tour führt mich durch zwei Testamente. Da bleibt mir der Mund offen stehen. Gottes Erben eine Menge, das lass ich mir nicht entgehen. Ich bin ein Bibelentdecker, ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelentdecker, will suchen und finden. Ein Bibelentdecker auf Tour. Boah, das hat jetzt richtig gut getan. Ich bin jetzt viel besser drauf. Danke euch. Und der Herr Pfeife, der müsste auch jeden Moment da sein. Da bin ich gespannt. Ja, kommen Sie herein, Herr Pfeife. Herr Detektiv Pfeife, schön, dass Sie da sind bei uns. Guten Tag an alle. Hallo. So, Fräulein Lea, ich setze mich erst mal hin. Ihr Bruder Nathanael ist also verschwunden. Ja, der ist einfach weg. Dann erzählen Sie mal bitte genau, was passiert ist. Dann kann ich nämlich erste Theorien ausarbeiten und mit der Suche beginnen. Also, es hat alles so angefangen, dass er bei uns in den Garten gegangen ist, um unter den Apfelbaum zu sitzen. Er hat noch zu mir gesagt, dass es ja Sommerferien sind und dass man sich auch mal einfach ein Päuschen gönnen kann. Kann ich ja auch verstehen. Dann hat er sich draußen mit seiner Badehose hingelegt und ein Eis gegessen. Ich bin dann zu Arms und dann habe ich nicht mehr arg viel gesehen, außer dass Nathanael mit seinem Freund Philippus unter dem Baum saß. Aber sie haben nur geredet. Was richtig Aufregendes ist da nicht mehr passiert. Ja, hast du hören können, über was sie gesprochen haben? Ich lausche doch nicht. Ja, das glaubt doch auch keiner, aber manchmal bekommt man ja so mehr mit, als man will. Ja, das stimmt auch wieder. Philippus hat mit meinem Bruder über Jesus geredet. Er hat irgendwas erzählt, dass er Sohn Gottes ist und dass er ihm folgen möchte. Mehr habe ich aber nicht erfahren. Ah, das klingt aber interessant. Könnte es sein, dass Ihr Bruder vielleicht diesem Jesus freiwillig nachgefolgt ist? Nee, das glaube ich nicht. Ich habe nämlich noch gehört, dass Nathanael von Philippus gesagt bekommen hat, dass Jesus der Sohn von Josef sei und aus Höben kommt. Und
Mein Bruder weiß ganz genau, aus Hülben, da kommt nichts Gutes. Und außerdem hat er alle seine Lieblingssachen zu Hause gelassen. Sein Nintendo Switch, seine Uhr, sein Taschenmesser, alle seine Kleider, seine Zahnbürste, seine neuen Schuhe. Er ist wie er war, mit seiner Badehose und mit seinem Eis gegangen. Er hatte nicht mal ein T-Shirt an. Das glaube ich nicht. Das kann einfach nicht sein. Sowas würde er nicht machen. Und außerdem würde er mir immer eine Nachricht schreiben. Er hat immer sein Handy dabei und ich erreiche ihn einfach nicht. Da muss irgendwas anderes sein. Das ist gar nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Ich würde vorschlagen, ich mache mich nun auf die Suche nach ihrem Bruder. Ich beginne am besten bei seinem Freund Philippus und diesem komischen Hülberner. Ich glaube, Jesus war der Name. Ja, genau. Wir treffen uns am Sonntag wieder genau hier, damit ich Bericht erstatten kann. Sollten Sie in der Zwischenzeit Neuigkeiten haben, rufen Sie mich einfach an. Ich bin 24 Stunden erreichbar. Und haben Sie in dieser schweren Zeit jemanden, der sich ein bisschen um Sie kümmert? Nein, ich hatte doch nur meinen Bruder Nathanael. Aber Lea, du bist doch nicht alleine. Marie und ich, wir sind doch hier, wir sind doch da für dich. Und außer uns ist ja auch noch Gott, unser Vater im Himmel, da. Er wird uns doch unterstützen und auffangen und wird dich doch nie im Stich lassen. Martin, ich habe die Idee. Lea kann doch mit uns gemeinsam das Explorer-Games-Spiel machen. Weil auf der Internetseite steht, dass sich Kurzentschlossene immer noch anmelden können. Und dann bekommen die auch noch ein Explorer-Buch. Boah, cool. Ja, das klingt eigentlich prima. Lea, das wird dich ablenken und auf andere Gedanken bringen. Wie alles abläuft, zeigen wir dir gleich nochmals hier auf der Homepage vom CVDM Dettingen. Da findet man nämlich ein tolles Erklärvideo. Dann muss man nicht alles nochmal erzählen. Aber bevor es dann richtig losgeht, lass uns doch einfach noch gemeinsam beten. Herr unser Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir die Möglichkeit haben, in diesen Sommerferien am Explorer Game mitzumachen. Wir danken dir, dass wir gesund sind. Wir bitten dich aber für alle, denen es momentan nicht so gut geht, weil sie krank sind oder wie Lea Teile ihrer Familie vermissen. Vater, bitte begleite uns in die Woche und behüte uns auf unseren Entdeckungstouren zu den verschiedenen Spielpunkten im Explorer Game. Amen. Amen. Wo wir jetzt hier schon so schön zusammensitzen, ist es eigentlich fast wie im CVJM Gartenheim an der Grillstelle, wenn alle Kinder gemeinsam singen und eine Geschichte anhören. Du hast recht. Wisst ihr, was dann nur noch fehlt? Das Segenslied zum Abschluss. Ja. Ja. Dass alle Kinder wissen, dass sie jetzt nach Hause gehen können. Oder wie jetzt eben in diesem Jahr, dass sie jetzt mit dem Explorer Game starten können. Du hast recht. Dann singen wir doch gleich mit der legendären Sophie-Band ein letztes Lied. Und ich würde sagen, danach ist das Explorer Game eröffnet! An alle Erkundinnerinnen und Erkunder, viel Erfolg und Gottes Segen beim Entdecken des Explorer Games Dettinger Herausforderung. Und an alle, die vom Kanal der Kirchengemeinde vom Online-Kego rübergekommen sind, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und dann alle... Bis zum nächsten Sonntag! Wir gehen.